Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich fange gleich mit Herrn Thomas an, im Endeffekt. Sie haben mir nicht richtig zugehört. Im Endeffekt ist es so, wir haben vorgeschlagen, 4 Praktika in einem Jahr. Also die Leute sollen sich ja probieren. Es geht darum, im Endeffekt, wie Sie das schon gesagt haben, wenn das einem nicht liegt, Kfz-Schlosser zu werden oder lieber Fliesenleger oder Fleischer oder was weiß ich, dann geht man halt in den nächsten Handwerksbetrieb. Genau das ist ja der Sinn oder der Sinn dieses Unternehmens oder was die Lübecker Kollegen da in die Wege geleitet haben im Endeffekt. Das ist nicht ganz so, wie Sie das jetzt gesagt haben. Aber ich möchte auch erstmal grundsätzlich noch was dazu sagen. Es ist ja alles ein Vorschlag. Ein Vorschlag, der erstmal zur Debatte stehen sollte in einem Ausschuss. Und genau so wollten wir das machen. Ob wir das dann genau so machen oder noch ein bisschen verändern oder was weiß ich, das kann ja durchaus gemacht werden. Das ist ja auch noch eine Frage, wie man sowas modifiziert, sage ich mal ganz anders. Und jetzt möchte ich mal immer, es geht immer darum, wenn wir was sagen, da will man uns immer dann festmachen an irgendeiner Zahl mit Geld und da soll was gesagt werden, gleich wie viel kostet es, Mensch, halten sich geschlossen. Und das ist ja wirklich eigentlich dann wirklich eine Sache, das verstehe ich überhaupt nicht, warum wir immer dann sagen sollen, was kostet gleich, wo die Kollegen dort in Lübeck ja auch erst angefangen haben. Das wissen wir doch. So, und dann muss man noch mal was dazu sagen zu diesem, Ihrem Vorschlag mit den Meisterprämien und so weiter und so fort. Es geht ja jetzt hier darum, Ausbildungsmöglichkeiten für die jungen Menschen zu schaffen, bevor man einen Meister macht. Muss man erstmal einen Gesellen haben. Und die Gesellen muss man erstmal ausbilden. Und darum geht es. Meisterjahre hin und her, die zu qualifizieren, das ist ja alles gut und schön, das ist alles richtig. Gebe ich alles Ihnen recht, das ist auch ein guter Ansatz wirklich für die Leute, die das dann machen wollen. Aber erst kommt der Geselle und nicht der Meister. Und deswegen ist der Ansatz meiner Ansicht nach, dass das hier ständig, auch der Minister ritt ständig auf dem Meister rum, schön, dass das wirklich so ist, das finde ich alles ganz toll. Aber erst kommt der Geselle. Und der Geselle muss erstmal gefunden werden. Und da die jungen Leute momentan anders ticken, das wollte ich doch bloß damit sagen, die wissen nicht, was sie machen wollen. Also muss man sie hernehmen und muss die... Und, Herr Minister... Wenn wir das jetzt so machen wollen, wie Sie das gesagt haben, im Endeffekt, in der Schule sollen die sich entscheiden. Wissen Sie, was wir da machen müssen wieder? Da gehen wir wieder zurück zu DDR-Zeiten, da fangen wir an mit UTB und ESB. Na, aber sicher, genau so wird es dann. Das ist die Endkonsequenz. Doch, das ist genau das. Ich traue unseren Jugendlichen viel zu, aber das ist doch wirklich so, man muss doch die Möglichkeiten erstmal ausloten, die momentan sind und die Jugendlichen ticken momentan anders. Und jetzt nochmal was ganz anderes dazu. Ich hatte eine Bildungsreise mit unserer Innung in Irland und da funktioniert genau dieses Prinzip, was wir gesagt haben, nämlich dass die Leute sich während der Ausbildung umorientieren können seit vielen, vielen Jahren. Die können einfach sagen, wenn ihnen der Klempner nicht passt, wir waren ja da damals bei den Klempnerbetrieben gewesen im Endeffekt, die machen dann was anderes. So einfach ist das. Das funktioniert in Irland. Warum soll das nicht in Deutschland funktionieren? Man kann es doch wenigstens mal ausprobieren. Und letztendlich ist ja das wirklich erstmal die Frage, ob wir irgendwas in die Wege leiten, damit die Betriebe junge Leute zugeführt bekommen, die willens sind, irgendwie zu arbeiten und in ihrem Betrieb oder in ihrem Beruf dann irgendwas zu machen. Darum geht es doch, um weiter nichts. Ich verstehe das überhaupt nicht, dass sie das dann mit irgendwelchen anderen Anträgen dann wieder umschreiben wollen. Es ist alles richtig, aber dieser Antrag, unser und die Sache von den Kollegen in Lübeck ist einfach nur gut.